So, heute wollte ich mal einen Pummel machen durch Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Und natürlich hier bin ich, weil wir heute Stadtrat hatten, noch im Rathaus. Und das ist der Baum, der Weihnachtsbaum im Rathaus. Und natürlich daneben eine Pyramide. So, jetzt nehme ich euch mit raus. Da geht's dort lang. Das ist natürlich der Weihnachtsmarkt in Chemnitz und den wollte ich euch mal zeigen. So, hier haben wir eine Pyramide, die steht schon längere Zeit hier, also jeweils zu Weihnachten vor Galerie Kaufhof und wie gesagt, da drüben ist Galerie Roter Turm, hier natürlich das Rathaus. Ja. Ja, was natürlich sehr problematisch immer ist, dass man immer aufpassen muss bzw. hören muss, was gerade für Musik gespielt wird. Das ist, Entschuldigung, das ist natürlich das beste Deutschland aller Zeiten, wo man immer aufpassen muss, was für Musik abgespielt wird. Alles nur noch krank. Aber wie gesagt, ich versuche es. Auf jeden Fall ja, ein bisschen auszuklammern, beziehungsweise wenn es Volkslieder sind, das ist kein Problem. Aber ja, also da hinten haben wir den Weihnachtsbaum vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt. So, hier haben wir die Felgenwaschanlage, aber jetzt nicht in Betrieb. Ja, Spaß beiseite, das ist eigentlich ein Springbrunnen, der natürlich im Winter nicht in Betrieb ist. Sieht ein bisschen aus wie Felgen, die gewaschen werden. Ja, also wie gesagt. Ja, ein bisschen Humor muss sein, ein bisschen Satire. So, ja, ist auch sehr schön. Jetzt warten wir, bis alle hier nochmal vorbeikommen. Also das Lied, was man hört, das ist ja Kulturgut, deutsches Kulturgut, meist zu Weihnachten gesungen. Ja, das dürfte kein urheberrechtliches Problem geben, aber hier weiß man ja nicht, im besten Deutschland aller Zeiten. Ja, also sehr schön anzusehen. So, hier sehen wir einen Rathausturm. Und natürlich daneben den Weihnachtsbaum, sieht so nicht schlecht aus. Ja. Ja, dort unten ist, drin ist eigentlich das Glockenspiel. Aber leider ist das 16, 19 Uhr und 14 Uhr, glaube ich, oder 13 Uhr. Ist nicht von der Zeit günstig gewesen, aber ehe ich jetzt noch mal extra hier reinfahre, da habe ich mir das gedacht, nach dem Stadtrat, der zu Ende ist, natürlich mal einen Pummel auf den Weihnachtsmarkt in Chemnitz zu machen und ein paar Eindrücke zu sammeln. Und ich denke mal, gerade in der vorweihnachtlichen Zeit ist das eine gute Sache. Das ist die Richtung Rosenhof, wo da hinten noch ein kleines Riesenrad ist, was sich gerade dreht. Da werde ich mal hingehen und von dort aus noch ein paar Eindrücke sammeln. So, hier haben wir dieses kleine Riesenrad hier auf dem Rosenhof. Thank you.
Ja, hier kann man den Menschen schön vermitteln, wie es bergauf geht, aber dann auch wieder bergab geht. Also gerade das, was gerade mit unserer Wirtschaft, mit unserer Gesellschaft passiert, das kann man hier auch sehr gut darstellen. Gerade relativ wenig Ansturm und ja, das könnte ein bisschen dauern, bis die Plätze besetzt sind und dann ja, nach oben geht und dann auch wieder nach unten. Ja. Ja, also hier haben wir das Bäumchen, was neu gepflanzt worden ist, das Schatten spenden soll. Das Problem ist nur, dass das meiste Klientel, was hier rumläuft, eigentlich im Sommer die Sonne gewöhnt ist. Ja, Leute, also naja, gut, hier nochmal das Rathaus von der vorderen Seite vom Haupteingang gesehen und noch einmal dahinter Richtung Rosenhof. Ja, also das ist das Bäumchen. Ja, hier auch was Schönes für die Kleinsten, für die Kinder. Eine Eisenbahn. Ja, also das ist doch schon mal was. Hier nochmal das Rathaus. Ja, also hier haben wir auch noch was für die Kleinen. Ja, super. Ja, hier haben wir auch noch eine Pyramide. Das ist natürlich sehr schön. Und natürlich in Chemnitz, ja, am Fuße des Erzgebirges. Ja, das ist natürlich ein Hingucker, es ist neu dazu gekommen, diese große Pyramide, die werde ich dann auch von der anderen Seite nochmal zeigen. Und ja, also das ist schon was Ordentliches. Schön. Auch die. Super. Ja, also lieber mal drauf. Also warnen vor solchen Sachen. Aber heute bei Plusgraden, ja. Aber es ist nicht schlecht, wenn es schon mal steht. Ja, also das ist ein besonderer Hingucker hier heute. Also nicht nur heute, sondern dieses Jahr zum Weihnachtsmarkt in Chemnitz. Also das nochmal von der Seite. Also das ist der Düsseldorfer Platz in Chemnitz. Und ja, also das sieht wirklich ansprechend aus. Eine super Sache. Hat mir schon gefallen, wo ich das die Tage, also vorige Woche gesehen hatte. Sehr schön. Gibt ja auch positive Sachen zu berichten. Ne? So, hier sind wir an der inneren Klosterstraße, Chemnitzer Klosterweihnacht. Herzlich willkommen und das ist ein altertümlicher Weihnachtsmarkt in Chemnitz. Beginnt hier an der Theaterstraße und endet auf dem Markt bzw. am Rosenhof. Ja, da werde ich jetzt auch noch mal durchgehen. Und hier stehen natürlich zwischendrin die Pinguine. Und ja, also die kriegen das auch mit, diese weihnachtliche Atmosphäre. Und wie ihr seht, sind die hier mit. So, hier haben wir noch die Jakobi oder St. Jakobi Kirche. Das ist praktisch angrenzend am Rathaus. Und das ist auch an der inneren Klosterstraße. Mit den Bildern möchte ich mich vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2023 verabschieden. Macht schön gut. Man sieht sich auf der Straße, haltet zusammen. Und wie gesagt, die Hoffnung auf bessere Zeiten sollte man nicht aufgeben. Tschüss!
wünsche euch eine schöne Restwoche. Tschüss. So, ein Bild habe ich noch. Das sieht natürlich auch sehr schön aus hier. Und jetzt ist aber gut. Macht's schön gut. Tschüss.